Das hier ist alles ausgeleuchtet, da brauchen wir keine Bedenken haben. Ei, hier kommen wir auch wieder hin. Ja, hier sind wir dann auch. Eieieiei. So, und hier ist unsere Monsterhöhle da unten. Okay, das sind also jetzt hier 2, 4, 6, 8. Also geht das erstmal bis hier hin. Und wenn wir dann oben ausgraben, ich glaube, wir bauen das dann mal eine Etage höher noch, also einen Stein höher. Und dann müssen wir hier mal alles mal entsprechend ausschachten. Also das muss natürlich auch alles weg, dass die auch hier reinfallen können. Alles mal ein bisschen höher ausbuddeln. Da oben, das ist alles schon besucht und ausgeleuchtet. Wir werden das ganze Höhlensystem wahrscheinlich da oben dazu machen müssen. Oder zumindest absperren müssen, dass man halt nicht mehr ganz da durchgehen kann. Dass die auch da oben kein Licht sehen, verstehst du? So. Irgendwo ist auch ein Enderman. Gut, Endermänner sagte der andere Zuschauer auch, der nicht Cedric, also es hieß, dass man natürlich die Dinger nicht so hoch braucht, sonst kommen ja Endermänner und die kann man ja eh nicht fangen. Aber natürlich, die spawnen dann weg, das stört ja nicht, ja. Natürlich kriegen wir hiermit keine Endermänner, das ist völlig klar. Ach, ich kann ja hier auch gar wahrscheinlich gar nicht weiter bauen, weil wir denn hier unsere Gänge haben. Wo bin ich denn jetzt hier schon? Ich bin hier, ja, das ist das Ärztehaus, ne? Da so weit. Oder ob wir dann hier weiter bauen, sag ich mal. Also, wir machen mal, kann sein, dass wir da ein bisschen weiter bauen mit dem Monsterfall. 2, 4, damit wir den gleichen Raum haben, denn bis da können wir sicher nicht so weit gehen, denn da haben wir oben ja dann unsere Nutzräume, nicht wahr? Oh, das wird aber auch ziemlich laut dann da. 2, 4, 6, 8, zack. Da gehen wir hier schon mal ein bisschen höher. So, dann gehen wir ja noch ein bisschen höher. So, dann können wir hier vielleicht das ganze Ding zumindest auf der Seite ein bisschen größer noch bauen. Hier geht es ja dann nicht, weil wir hier unseren Gang haben. Da geht das ja dann nicht. Natürlich noch das Mädchen auf Höhlen treffen, die wir noch gar nicht kennen. Also die eben haben wir ja gekannt. Die hatten wir ja schon ausgeleuchtet. Habt ihr ja gesehen. So, hier sind dann also 2, 4, 6, 7, einen noch. Und natürlich werden wir die Kohle dann auch noch mitnehmen. Das ist völlig klar.
Aber hier ist immer Ende. Okay. Da müssen wir noch einen höher gehen, weil wir hier ja, wir werden mal bis hier, wie machen wir das jetzt am besten? Also hier ist unser Wasserablaufbecken. Da werden wir mal hier oben hin. Und noch eine Etage höher und dann werden wir hier alles aushöhlen. Und dann müssen wir dann zum Schluss hier Stufen hinsetzen, nicht vergessen, ja. Ja, das ist schon eine schöne Arbeit, ja, also so Monsterfallen zu bauen. Gut, dass ich das nicht beruflich mache. Ehrlich gesagt, ja. Monsterfallenbauer wäre schon eine richtig schweißtreibende Arbeit. So, da sind wir jetzt hier in unserem, ja, hier ist also die Höhle. Da müssen wir also Teile der Höhle halt mit benutzen für unsere Monsterfalle. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ich muss dann echt mal gucken, wie weit ich da überhaupt da hinten dann hin kann. Bauen wir erstmal, also hier sind wir jetzt, hier ist der Abfluss dann. Dann geht es ja hier um die Ecke. Nicht zu vergessen. Das muss ja auch alles weggekloppt werden hier. Hier ist ja dann der zweite Gang. Da mache ich dann mal eine kleine Brücke jetzt hier drüber. Ich glaube, noch höher können wir auf keinen Fall gehen, dass wir eine dritte Etage bauen. Das ist völliger Quatsch, weil wir dann ja da oben sicherlich schon nachher andere Gebäude oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir sind. Das heißt, ich weiß es schon, aber ich weiß gar nicht, wie hoch dann unsere anderen Gebäude dann sind und die anderen Bauten. So, wir machen erstmal nur bis Ei. Da sehen wir schon was. Da ist irgendwas von uns gebaut. So weit können wir gar nicht gehen. Okay, dann müssen wir also uns wahrscheinlich bis hier beschränken mit der Monsterfalle. Ich baue mir hier die Brücke drüber, also bis hier. Weiter auf keinen Fall. Weil da oben schon Steinziegel sind, da ist irgendwas von uns, vielleicht ein Weg oder was.
Dann machen wir erstmal nur bis hier. Hupsa. Da sind wieder irgendwelche Kieskram. Ja, Kies, irgendwelches Kies. So, wir müssten eigentlich wieder schlafen können. Aber da habe ich mich schon öfter vertan. So, wo ist unser Bett? So, ich bin ja gespannt, ob wir das heute schaffen mit dem Aushöhlen wenigstens, denn die Falle an sich werden wir natürlich nicht fertig bekommen. Das ist völlig klar. So, wie weit sind wir da? Das sind 16. Hier müssen wir also 8 rein. Ach ja, hier ist ja unser... Ah, da müssen wir noch einen neuen Boden einziehen und alles. Aber das sollte dann eigentlich nicht das große Problem sein. Auf jeden Fall sparen wir ein bisschen Arbeitszeit, denn wir brauchen das nicht mehr ausheben. Das hat ja die Natur schon für uns gemacht. Hier werden wir einfach mal 2 höher gehen noch. Nein, da nicht hin, sondern hier und da. Und das nehmen wir mal weg, damit wir dann auf der richtigen Höhe schon sind. Hier unten können wir dann zubauen. Richtig zu, bitte keine Löcher lassen. Ja, das war richtig. Hier mal so ein bisschen ausleuchten, damit nicht Monster spawnen, wo sie nicht spawnen sollen. Hier können wir schon zumachen. Hier ist dann der Wasserablauf. Und hier machen wir dann auch so eine Klapptür rein. Genauso wie wir das da auch schon haben. Hier unten haben wir dann schon mal ausgebuddelt, was wir gar nicht brauchten. Das machen wir also schnell wieder zu. Und leuchten das Ganze mal aus. So, hier haben wir also jetzt gesagt 8 immer, ne? 2, 4, 6, 8. Da wollen wir erstmal bis hier ausbuddeln. Und dann können wir das ja schon zukippen hier. Ich meine, so kriegt man natürlich auch seinen Koppel wieder verbraten. Also bis hierhin. Thank you.
Ja, schreit ihr nur rum da draußen, da oben. Da ist ja echt der Teufel los. So, ich habe ja, glaube ich, schon Dinger mitgenommen hier. Ne, Stufen, da kann ich doch mal gucken, wie er das meinte vielleicht. So. Wenn ich den Cedric richtig verstanden habe. Wo sind meine Stufen? Da. Ja, ja, gut. Die Stufen waren eigentlich für die Treppe gedacht, aber machen wir hier den gleich mal so ein Stufen testen. Also, wenn du das siehst, Cedric, kannst du ja mal sagen, ob das richtig ist. Ich mache es dann sowieso wahrscheinlich bevor die so, ne? Dann springen die da eher rein ins Wasser. So hast du das gemeint. So habe ich es verstanden. Ich glaube, das macht auch Sinn. Und das werden wir so auch dann weitermachen. So, was hatten wir gesagt? 8, ja. Wie oft habe ich jetzt schon so gesagt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also bis hierhin. Und hier wäre dann... Also erstmal bis dahin, ja. Aber ich glaube, wir können also in die Richtung auch noch weitergehen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also wir haben... Ja, zumindest erstmal in diesem Karree her. Da mache ich mal auf die volle 16. Na, also nochmal 8 weiter. Wollen wir mal gucken. Also hier geht es jetzt hoch. Jetzt haben wir hier 8 schon mal. Richtig. 2, 4, 6, 8. Das ist okay. Und dann haben wir hier 2, 4, 5, 6, 7, 8. Also bis hierhin. So, das wird unser, das können wir wieder zumachen. Also hier wird dann unser Wasser hingepflanzt. Das hier müssen wir dann zumachen. So, jetzt muss ich mir irgendwas im Aufstieg noch belassen hier. Nehmen wir mal an, ich belasse mir hier so einen Aufstieg. So, da kann ich da immer runter und wieder hoch. Und die Treppe nehmen wir mal, setzen wir mal hier hin. Hat mir gesagt, also noch mal 8 weiter. Kann ich mich jetzt wieder hinlegen? Übrigens, mal gucken. Nee. Ich lache dann immer, wenn ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich lache dann immer, wenn ich schneiden muss, bei wie viel wenigen Minuten ich dann gedacht habe, es müsste schon Nacht sein. Also das sind manchmal nur 5 Minuten. Also irgendwie geht mir hier völlig die Zeit flöten. Ja. Ich bin völlig daneben mit der Zeit.
ist aber auch in Wirklichkeit so, wenn man zum Beispiel in einem Bunker arbeitet oder was. Dann das hat kein Tageslicht. So, hier waren wir. Oh, da war ich auch schon zu weit. Und hat kein Tageslicht, dann ist das schon. Ziemlich. Naja. Ziemlich abartig denn manchmal. Wo ich jetzt arbeite, ist zum Glück Tageslicht oder dann halt nachts, wenn man in der Nachtschicht ist, ist es dann dunkel, ne? Und am Tage ist es hell, also ist also nicht das Problem. Aber früher hatte ich in einem Untertagebau, heißt das, gearbeitet, jetzt nicht Bergbau, aber halt im Schichtdienst. Sind wir ein zu weit oder was? Weiß ich nicht. Könnte sein. Ist auch egal. So, das wird der Wasserablauf. Das ist noch ein bisschen Kohle. Oh, Vorsicht. Die Kohle fällt uns zum Beispiel da unten rein, ins Wasser, theoretisch jedenfalls. So, das haben wir ausgehöhlt bis oben hin. Das ist gut. Da ist ein Gang gelassen worden. Hier müssen wir auch noch. Hier haben wir schon ausgehöhlt bis oben. Da haben wir bis oben. Hier müssen wir noch ein bisschen was machen. Den einen lassen wir mal zum Drüberlauf. Nach hier mal oben sowieso die Höhle. Okay, dann schauen wir mal erstmal, ob ich mich hinlegen kann. Müsste jetzt eigentlich gehen, oder? Nein, es sind Monster in der Nähe. Ach, erzählt doch keinen Scheiß. Wo sind denn hier Monster? Da. Seid ihr jetzt weg da? Kann ich mich jetzt da hinlegen? Jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly.